Hallo! Hallo Jeremy! Hallo? Wir sind da wieder da. TPA, also wir sind wieder unterwegs, ne? TPA Season 3 mit dem professionellsten und arrogantesten Team der kompletten Season. Wir sind Profis, alle anderen nicht. Hi Jeremy. Hallo? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, sorry für den Anfang der Aufnahme, wir sind in einem Fight drin bei mir. Was? Hab ich? Ich bin in einem Fight drin. Gegen Pointy Bull und wir haben ihn verloren. Ja, ich hatte einen Test. Ich hatte für die Aufnahme einen Test Random Battle gemacht, Idiot. Ach so! Geh da raus! Auf jeden Fall! CPA Season 3 mit Jeremy als Teammate. Wir sind Relaxed Lexos und haben diesen tollen Kader. Guckt euch die Kadervorstellung an, wenn ihr wissen wollt, was in unserem Kader ist. Also, wir werden es halt nicht nochmal erklären. Ja, wir haben Defog mit Rotom Mo. Wir spielen heute gegen Dobbs Mokerö von Blabla und Felix. AKA, glaube ich, nur noch Blabla, soweit ich gehört habe. Und ja, Jere. Welches Mon findest du bei denen denn am nervigsten? Sag Mega Xerox. Nicht alles außer Mega Xerox. Alles außer Mega Xerox. Das heißt, Mega Xerox handeln wir heute richtig gut, habe ich gehört. Das Team ist wirklich eigentlich recht okay, solide. Also ich mag es sehr. So. Ich mag dieses Pokémon, das nennt sich Trainer. Ich glaube, das heißt Blabla. dieses Blabla-Pokémon. Übel nervig. Ja. Nee, aber insgesamt, was auch nervig ist, also Knackrack, Mega Xerox, ekelhaft. Bah! Ich möchte nicht gegen beide spielen, muss ich aber wahrscheinlich. Arcani, Grifeldis und Simsala, ein guter Arcor. Slurpuff, haha, wir haben Parfiness bekommen, ihr nicht. Was ist? Du hast genug geredet, wir fangen jetzt an. Perfekt. Cooler Kader von denen. Ich habe keinen Bock auf Mega Xerox. Wir zeigen euch ganz schnell unser Team und was wir mitgenommen haben und was wir vorhaben in dem Kampf. Damit Jeremy auch weiß, was passiert. Also, und Jeremy. Ich fange einfach bei unserem Mr. Monkey Fister an, okay? Unser Mr. Monkey Fister ist Choice Scarf, Full HP, weil wir Alakazam nur mit Scarf alleine outspeeden können. Adamant, Full Attack mit Fire Punch, Thunder Punch, Close Combat und U-Turn. Dann haben wir unseren Ferrari F8, das ist Rotom Mo. Mit der Ockerberry, mit Will-O-Wisp, Defog, Volt Switch und Trick. Das Ding funktioniert ganz, also Mr. Monkey Fister, ganz simpel, ja, Late Game Sweep oder halt einfach reinkommen, einen Mon rausnehmen und rausgehen. Unser toller Ferrari ist dafür da, um Mons zu disablen. Arcani tricken wir, Xerox willen wir, Knackrack willen wir. Das Ding hat dann auch noch den Defog und halt Volt Switch, um Momentum dabei zu haben. Weil es eigentlich nicht drin bleiben möchte, um Kills zu holen. Dann halt Full Fist Death, weil wir halt von Arcani einen Flare Blitz überleben wollen. Dann haben wir Kale drin, unser Pidgeot Mega. Mit Heatwave und Hurricane soll es einfach reinböllern. Tailwind drücken wir dann immer, wenn wir sacken wollen, um dann nochmal den Momentum für die nächsten Mons rauszuholen. Und U-Turn, falls wir insgesamt einfach raus wollen. Schnellste Mon im Matchup bedeutet, wir sind immer eigentlich schneller als außer gegen einen Scarfer. Manaphy ist ein sehr tolles Set, das soll sich nämlich jetzt selber den Regen aufsetten. Zusammen mit dem Leftovers, Rest, Tail Glow und Surf. Bedeutet, wenn wir auf plus 3 im Rain sind, können wir eigentlich gefühlt alles one-hitten. Klingt doch gut, super, Jeremy, oder? Mhm. Dann haben wir unsere Twitch-Fort. Mit der Sugarberry. Sheer Force, Full Fist Death, Earth Power, Ice Beam, Stealth Rocks und Sludge Wave. Wir haben ein Nidoqueen, das reicht. Das ist Erklärung genug. Und wir haben Black Kuko. Mit Metronom, unser Kyurem, was eigentlich nur dafür da ist, um ein paar Mons zu 1v1, indem es halt drin ist, es kann Sub halt drücken, es kann sich selber hochheilen, es drückt Ice Beam und Earth Power ein paar Mal und mit Metronom kann es halt pro Attacke immer stärker werden. Weil wir können damit so nach einer Zeit einen Mega Xerox so ein bisschen anknacksen, sag ich mal. So, das war's glaube ich bisher hierhin, ne? Mehr haben wir eigentlich nicht zu sagen. Bedeutet, wir sehen uns gleich beim Kampf und dann wird Jeremy wahrscheinlich mehr reden, weil Jeremy unser strategischer Profi im Kampf ist. Habe ich recht? Mhm, ich habe nicht mehr das Team. Ich weiß. Ist mir egal. Bis gleich.
Ah? Glaziola ist dabei. Was fehlt? Warte, was fehlt? Was fehlt? Was fehlt? Was fehlt? Wir kommen zurück erstmal. Was fehlt? Fuck, ey. Ich hab grad das Team gar nicht mehr. Griffeld ist es nicht dabei. Das komplette B-Tier fehlt. Die haben Glaziola mitgenommen. Junge. Unser Affe sieht ja mal ganz geil aus. Hä? Yeah. Okay. Trombok fehlt. Ja, Sturmbleck war zu erwarten. Alekazam auch. Ich überlege gerade, mit wem wollen wir starten? Siehst du? Was sagst du? Mit wem könnten wir anfangen? Jere? Nidoqueen. Nidoqueen? Da Queen. Ja. Da Queen. Da Queen first. Sag, wenn die was gepickt haben. Flash Games sind zu wichtig. Da Queen first. We go with Da Queen. McQueen. Och nee, Mann. Okay. Ich guck grad, wie geil das Matchup ist eigentlich. Nidoqueen. Oh, ich bin komplett raus aus Pokémon, ne? Ich hab keine Ahnung mehr, wie man die Scheiße spielt. Ich rechne mal mit einem. Haben die überhaupt ein Removal dabei? Haben wir an sich. Haben wir Hazard dabei? Wir haben Hazard, ja. Glaceon. Specs Glaceon gegen Nidoqueen, one-hitted uns mit Ice Beam. Wir müssen hier raus. So. Was wir machen könnten, wir könnten hier eigentlich. Geht schon los? Ja, es geht jetzt hier los. Die könnten halt Freeze-Dry dabei. Die könnten halt Freeze-Dry dabei haben. Das ist halt. Oh Gott. Unsere Switch-Ins auf dem Glaceon sind nicht vorhanden. Gut. Fuck. Das ist nicht gut gerade. Macht Earth Power das Ding eigentlich weg? Ja, wir sind langsamer, wahrscheinlich. Wenn das Ding Speed Specs spielt, dann sind wir tot. So, mehr kann ich dir nicht verraten. Ja. Wenn wir einfach gut Glück gehen? Nein, das können wir nicht machen. Der wird sich one-shotten können. Der wird doch. Oh, warte, ich hab Mordes eingestellt, der müsste dann hier Timid spielen, Pop. Oder kann der gegen uns? Welche Choice Specs? Warte kurz. Choice. Mehr Specs killt das uns. Ich überleg grad, ich gehe jetzt mal. Wir gehen jetzt mal von Timids Choice Specs aus, okay? So ein Specs Lead sehe ich. Dann würde Ice Beam und Freeze Dry hier killen. Freeze Dry würde auch Manaphy killen. Nido. Also. Wirklich nur meine alten Clear Custom Sets. Rotom würde einfach wegsterben. Wir könnten hier eigentlich nur auf Thurem, welcher auch Two-Hit ist. Ich hab doch. Oder wir gehen jetzt hier in Affen. Oder wir gehen jetzt hier in den Affen. Ganz kurz. Warte mal, ich guck mal kurz. Wie gut tanken die einen Fire Punch von uns? Glaceon kann den tanken sogar. Wir müssten eigentlich sogar auf Close Combat gehen. Wie gut tankt das Team den CC? Ja, Alakazam tankt den wahrscheinlich einfach weg, oder? Alakazam, ja. Top, Thunder. Oh. Wait, warte kurz. Scizor. Einfach normal Scizor erstmal. Oh Gott, wenn Scizor nicht Full Fist Def ist, dann kriegen wir das mit einem CC auch raus eigentlich. Oh, wir müssen Mr. Fister einfach reinholen. Ja, müssen wir eigentlich. Drück mal auf Mr. Fister. Drück du. Mr. Fister. Icebeam kommt. 31%. Warte kurz. Das ist kein Specs. Das ist kein Specs. Das 31% ist ganz normaler. Und Non-Boosting Modest-Schaden. Bedeutet, wir können jetzt hier. Fresh. Guck mal, wir müssen jetzt überlegen. Alakazam kann hier nicht reinkommen. Scizor kann hier nicht reinkommen.
Also Glaceon ist One Hit, Alakazam ist Two Hit, Scizor ist Two Hit, wenn es nicht Full Fist Death ist. Dann gehe ich mal kurz auf, wie hieß es nochmal? Arcanine. Arcanine ist auch Two Hit von einem CC. Garchomp. Garchomp ist Two Hit von einem CC. Und Licky Licky. Auch Two Hit. Wir drücken hier einfach CC. Einfach Close Combat. We knew it. Das ist ein Fist Death Garchomp. Das ist Fist Death Garchomp mit The Sword Dance probably. Wollen wir Black Kakko reinholen? Warte, ich muss kurz gucken. Wie viel Damage haben wir gemacht? Kannst du kurz sagen? Wir haben genau 35 gemacht. 35, genau. Ja, das ist Full Fist Death. Aha. Ohne Items, mit Items? Er hat Leftovers, ja. So. Das bedeutet, haben wir Rough Skin bekommen? Ja, die haben wir. Das heißt, Rough Skin hat das auch. 35, das bedeutet, wenn wir jetzt hier in... Jetzt, oh mein Gott, wir hätten ein bisschen... Oder warte mal. Wir hätten ein bisschen mehr Speed spielen müssen auf Manaphy. Fuck. Wir sind nicht schneller als das Ding. Scheiße. Wir hätten es doch mehr Speed, Garchomp Speed creepen sollen. Wir Idioten. Nee, aber wenn das jetzt hier auf plus 2 geht... Was würdest du gegen... Was glaubst du? Die könnten jetzt hier entweder EQ Normal drücken. Oder halt Sword Dance. Warte mal ganz kurz. Das Ding kann doch Dragon Dance, oder? Sagen wir Sword Dance. Das Ding kann doch Dragon Dance. Nein, warte mal kurz. Ich guck mal kurz, ob das Ding Dragon Dance kann. Das könnte auch. Nein, das kann kein Dragon Dance. Das drückt hier, wenn Sword Dance. Ganz kurz, glaubst du, sie haben Full Speed Invest? Nein, die müssen Full Fist Death. Das heißt kein Speed Invest. Kein Speed Invest. Null. Null Speed Invest. Warum? Sie können beides. Nein. Sie haben HP Defense. Sie haben HP Defense, sonst würde der Damage nicht passen. Und auf plus 3. Das haben wir vielleicht wieder Tag reingehauen, ne? Ja. Was wir machen könnten, wir könnten jetzt hier auf Nidoqueen gehen. Tatsächlich sogar. Ich will es doch gerade schon, deswegen. Weil wir haben eine Sugarberry. Und wir haben auch Ice Beam. Oh, ich mache es. Und aber warte, die Frage ist halt, die ich mir gerade stelle, wenn die jetzt hier auf plus 2 gehen, wir gehen halt jetzt einen Full HP mit Ice Beam nicht, ne? Warte, Tech plus 2. Wir gehen das glaube ich nicht. Bedeutet. Nee, oder warte kurz. Kyurem Kid. Ja, aber Kyurem ist auch schneller und die haben kein D-Dance und Ice Beam Kid. Wenn die jetzt hier Scale Shot drücken. Drückt zwar Damage, aber die müssen eigentlich hier auf Kyurem, ja. Sehe ich. Was noch Toxic. Ist okay, passt. Toxic ist okay. Wir drücken jetzt hier. Warte kurz, lass mich kurz gucken. Wir kriegen hier einen safen Ice Beam zwar raus. Wir kriegen hier eigentlich einen safen Ice Beam raus, aber das erwarten die. Wollen wir hier subben? Auf Predict. Kriegen wir trotzdem noch den Toxic Damage? Ja, kriegen wir, aber was sollen wir machen? Was bringt es uns? Wir können uns halt ein bisschen gegen Toxic Roosten zwingen. Was macht Metronom eigentlich? Metronom, desto öfter wir die gleiche Attacke einsetzen, desto mehr Schaden macht sie. Das heißt, ein Ice Beam macht nach dem zweiten Mal auch mehr Schaden. Wir könnten hier halt auch. Warte kurz, ich will mal kurz gucken. Was ist deren Ice Beam Switch in? Arcanine, oder? Nicht? Arcanine. Wenn wir Earth Power drücken, Earth Power ist auch effektiv gegen Ground. Ja, wir könnten halt, aber die könnten halt jetzt hier Ballsy drin, die könnten halt hier Ballsy drin bleiben, aber so. Aber jetzt ist es eigentlich dumm. Wir müssen eigentlich predicten, dass die rausgehen. Wir müssen hier eigentlich Subben oder Earth Power drücken. Und ich bin maybe sogar für. Aber wir Speed teilen halt mit Dings. Ich würde hier sogar. Wie viel macht Ice Beam? Ice Beam und danach Earth Power killt. Wir könnten aber hier auch Subben, wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen. Ice Beam und sich gekillt. Ice Beam und Earth Power Kid Arcanine, meine ich. Als danach, aber wir müssen halt dann das Risiko eingehen, dass wir langsamer als Arcanine sind, aber das tanken wir trotzdem. Wollen wir Sub? Probier mal Sub, komm, wir machen's. Protect. Perfekt, ja, Sub. Und jetzt ein Ice Beam, ne? Ja. Ice Beam. Oder willst du jetzt einmal roosten, maybe?
Earth Power. Nein, eigentlich wenn über Roost, weil sonst kriegen wir zu viel Toxic Damage. Ice Beam. Ice. Ja, die gehen ins Saison. Passt. Hä? Wir roosten. Roost. Wir müssen. Schmegert. Heal. Ja, Mauchroost dabei, perfekt. Earth Power geht nicht, aber wir haben Bullet Punch, Faded, passt. Earth Power das erste Mal. Die sind full für Steph, okay. Wir müssen rausswitchen. Oder. Nee, wir sind schnell. Nee, wir sind nicht schneller. Nein, das ist. Langsamer. Das ist full Spätstef, meine ich. Das ist full Spätstef. Oder? Wie viel Damage hast du gemacht? Der. 24, genau. 24 Earth Power, das ist voll Spätstef. Mit Techniken und. Warte, Megas, so. Sind sie nicht, glaube ich, warte. Nee, die sind auf jeden Fall invested, aber nicht komplett voll spät, Steph. Wollen wir Kale gehen? Die drücken Bullet Punch. Wir könnten jetzt auch hier. Ja, Manaphy. Wir gehen jetzt hier Manaphy. Okay. Die haben schon Roost Bullet Punch gedroppt. U-Turn kommt. Was drücken wir jetzt? Was hier gehen sie jetzt gegen Manaphy? Wir drücken hier eigentlich. Guck mal, die dürfen ja mit nichts reinkommen. Oh, ist gerade ein bisschen mies. So, das Garchomp. Wir müssen jetzt halt gerade gucken. Wir müssen irgendwie gucken, wie Infernape durchgehen kann. Das wird halt jetzt gegen Garchomp ein bisschen Probleme bekommen. Gegen Garchomp haben wir aber noch Nidoqueen auf dem Chip. Aber dass die Toxic Protect spielen, eklig. Dass wir halt, naja, Tox war halt so eine Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass die Tox spielen. Das heißt, wir hätten auf Nidoqueen gehen können. Fuck. Das wäre dann eine bessere Play gewesen. Ist das Infernape keinen Ice Punch hat? Können die was drücken? Ja, der darf ja überlegen. So. Nein, darf nicht. Was wäre das Schlimmste jetzt für Manaphy? Maybe Alakazam wahrscheinlich sogar. Alakazam. Nimmt uns Alakazam hier nicht einfach mit Psychock raus? Oder Psychic sogar? Ne, Psychic nimmt nicht raus, Psychock auch nicht, aber die sind schneller. Jeremy ist ja toxisch. Oh Gott, Jeremy, ich hab dich lieb. Nee, Glaceon mit Freestray wahrscheinlich wär ein Problem. Aber Glaceon irgendwie. Wir waren langsamer mit Dings, ne? Nee, warte, sind wir rausgeswitcht in Glaceon? Ja, ne? Nein. Doch, wir sind in Infernape gegangen. Ja. Wir wissen, dass das Glaceon eigentlich timid ist. Beziehungsweise halt full invest in Spätz Attack. Wir wissen, also eigentlich müsste es Speed Invest haben. Damit ist Glaceon schneller als Manaphy. Das einzige, was hoffentlich, wenn Licky reinkommt, wäre halt so krass gut. Ich weiß jetzt nicht. Garchomp ist halt so ein bisschen fail gerade für mich. In meinen Augen. Weil wenn Garchomp reinkommt, nimmt uns das einfach mit. Obwohl, wir haben ja noch die Leftovers, stimmt. Das Problem ist, Garchomp nimmt uns einfach mit zwei Earthquakes raus oder könnte. Okay, wenn uns das toxt, dann ist halt GG. Die sehen halt, wir sind Full HP. So. Ne? Was? Was? Licky, macht gegen uns ja mal gar nichts. Du drückst jetzt hier Rain Dance. Okay. Seismic Toss kommt. So, du drückst jetzt hier Rest. Keine Ahnung, was das macht. Oder warte mal. Was? Nee, du brauchst nicht mal Rest drücken. Guck mal, das hat Seismic Toss. Das ist Seismic Toss. Oder was meinst du? Rest zum Hochheilen oder Tail Glow zum Boosten jetzt schon? Was macht der Seismic Toss? Ich würde Rest drücken, weil wir sind dann Full Life.
Musst du sagen, Tegel oder Rest? Ich finde halt Rest safer, weil wir halt dann Full Life sind. Und uns nichts revengen kann, wenn wir Nappen Tegel drücken. Glacion. So, komm mal. Glacion hat Freeze Dry dabei. Glacion. Das ist aber kein Specs. Das weiß ich. So, das ist Full HP. Das ist halt vom Damage her einfach nur Full Spätz Attack. Ne? Und Freeze Strike Kid da eigentlich recht gut. Wir haben halt noch Dings. Wir sind halt jetzt im Rain. Und wir sind langsamer zwar. Die müssten Freestrike dabei haben. Eigentlich müssen wir jetzt hier einmal surfen. Für den Damage. Ich kann nicht Tailglown. Wir können nicht Tailglown, wenn es uns two-hittet. Ja. Einfach hier surfen, das macht genug Damage. Genau. Aber es ist schneller jetzt. Das macht ja, das war klar. So, ganz simpel, was wir jetzt hier machen. Fister. Nee, nicht mal. So, wir wissen, die haben jetzt Freestrider dabei. Und Mr. Fister ist gerade gar nicht mal so geil. Wir oder doch. Resten und Tailglown. Die könnten halt auch Scar. Die könnten halt auch Scarf sein. Die haben bisher, ne? So. Das könnte halt sein, wenn jetzt. Guck mal, ich überlege gerade. Glacion, ne? Macht mit einem Freestrider 21% auf Dings. Wir könnten jetzt halt hier eigentlich wieder auf Infernape gehen und U-Turn dann drücken. Willst du? Ah, wir hätten vielleicht Tegelo drücken sollen. Wir hätten vielleicht, wir hätten, oder was, wie viel Prozent hat das Dings gemacht? Restry hat, oh Gott, wie viel Prozent waren wir davor? Ganz kurz mal. Oh Gott, ich überlege gerade. Was? Ganz komisch, aber ganz gut. Oh, wow, ja, sorry, ich hab grad. Mit Tegler hätten wir vielleicht das Ding bekommen, fuck. Ne, wir müssen eigentlich hier auf Infernape raus. Und die U-Turn drücken. Können wir? Ja, ich glaube, das ist sogar Scarf. Aber wenn es Scarf ist, sind wir maybe. Ah, wir könnten langsamer sein. Aber wir drücken hier U-Turn ein. Warte, Kate, U-Turn hier. U-Turn Kate hier. Dann drückt U-Turn. Ja, yep, Arcanine kommt rein. Ich würde sagen, wir gehen auf Twitch Thought jetzt. Das ist Rocky Helmet. LOL. Das ist. Bullshit, warte, das Problem ist an Arcanine, ne? Das trägt keine Boots. Es hat einfach keine Boots. Aber mit Twitch Thought habe ich gerade gesagt. Ja, warte kurz. Ich muss kurz gucken, wie Twitch Thought gegen Dings gegen Arcanine aussieht. Warte, erstmal Damage kalken, stimmt. Wie viel haben wir gemacht? 5% nur U-Turn, ne? Arcanine. U-Turn, das ist Full Fist Death, glaube ich sogar. Junge, der hat nur Full Fist Death dabei. Was ist das? Unser Ding geht nicht, ja. Wenn das. Er mag Mr. Fister nicht. Ja, es ist halt. Es ist halt auch Full Fist Death. Wait. 5%? Macht da der Regen was aus? The fuck. Wir waren minus Attack wegen Intimidate. Achso. Ja. 5% ist Full Fist Death. Das ist ein Full Fist Death Arcani. Und darf ich dir was sagen? Ich sehe gerade deren. Also ganz kurz, aber. Nidoqueen. Und ein Full. Ja, wir können eigentlich hier Earth Power mit Nidoqueen drücken, oder nicht? Warte, die haben könnten halt auch Earth. Also, ich weiß, ich glaube, Arcani besitzt irgendwie. Warte kurz, Arcanine besitzt doch. Wo haben wir Scorching Sand, genau. Ich gucke jetzt nach einem speziellen Arcani. Also, das ist halt das. Also, ich guck mal nach einem Bolt Arcani mit
Scorching Sand. Es macht Nidoqueen nichts mit der wegen der Beere. Wir können ja eigentlich noch auf Nidoqueen gehen. Wir müssten ja eigentlich auf Nidoqueen gehen. Mit Nido können. Der Regen hört halt jetzt die Runde auf. Weil das beeinflusst Nidoqueen, glaube ich, nicht. Also. Naja, doch. Wait, warum sind wir dann? Aber wir sind immer langsamer. Ja, okay, aber. Der Blitz macht dann weniger Schaden. Aber warte, die können doch die machen noch einen Move, ne? Oder? Ne, warte, die haben jetzt hier in Arcanine geswitcht, wir haben Bildschirm gedrückt. Ja, okay. Passt. Nidoqueen greift das Ding nicht an. Earth Power kommt. Gegen Nidoqueen können die halt einfach wieder in dieses scheiß Leaky Leaky gehen dann. Ja, wenn das Leaky Leaky Spätzdef ist, dann ist halt aua. Man kann das halt Dings hochwischen auch. Glaceon. Ich überlege gerade, ob wir jetzt hier Arcanine. Hat Morning Sun so. Wir könnten noch auf Manaphy gehen. Seh das. Oder halt. Nee, auf Pidgeot lohnt sich noch nicht. Pidgeot müssen wir irgendwie als Late Game benutzen. Rotom bringt hier jetzt auch nichts, außer wir drücken Volt Switch. Wir können das Ding tricken, dann ist der Helmet weg, dann haben die eine Orca Berry, das wäre eine Idee, aber. Fuck. Ah, wo ist der Junge jetzt? Bam. Jeremy. Oh, bitte. Er soll sich beeilen. Ich überlege gerade, ob ich einfach drücken soll, ohne ihn. Ich weiß nicht, Manaphy ist okay, das nimmt halt. Was kann Arcanine alles nochmal? Ich hasse dieses Ding so sehr. Hat es. Nee, eigentlich nicht. Hat Rocky Helmet, das heißt, beide Optionen sind okay. Wir haben halt so viel Spezielles dabei heute. Huch. Diese Fist-Death Walls, Alter. Warte jetzt auf uns oder auf mich? Wir warten auf dich. So, ich überlege gerade. So. Manaphy oder Nidoqueen, sag. Weil ich weiß, Manaphy bringt denn nicht früh um. Wir müssten aber halt. Das Problem ist, wir müssten Raindance und Dings irgendwie rausbekommen. Raindance. Und wir haben nur noch Rest. Ja, aber der Turn geht doch jetzt weg, glaube ich. Der Rain-Turn. Sicher? Wir haben noch ein oder zwei Turns übrig. Nein, das ist der letzte eigentlich. Da oben steht es doch. Rain 1 von 4. Das ist der letzte gewesen. Das heißt, der Rain geht jetzt weg. So. Bedeutet, wenn wir jetzt ohne Rain in Dings reinkommen, auf wie viel Prozent Leben? 39. Ne?
auf 39% Leben. Da. Auf 39% Leben sind wir ohne Rain. Uff. Intimidate hat nicht getriggert. Ohne Dynamax bitte. Sind wir mit Flare Blitz 3KO? Ah, wir haben Leftovers noch. Wir können in Manaphy gehen. Zu spät, ich hab Nidoqueen gepickt. Ich hasse dich so sehr. dann drück einmal hier auf Power, glaube ich. Sehr cool. Willst du Safe Rocks haben? Ja, Rocks wäre auch eine Idee, dass Arcanine hat keine Boots, ne? Oder wie viel macht das Sludge Wave? Sludge Wave macht am wenigsten. Earth Power macht am meisten. Und Scorching Sand macht nichts wegen Sugar Berry. Wir könnten halt. Earth Power. Also drücken wir auf Power, okay. Weil wenn der hier Flare Blitz drückt, dann. GG. Sind wir dann tot? Nee. Wir können hier eigentlich eine Earth Power rausbekommen. Die haben halt auch kein Levitate dabei. Aber ich denke halt, die gehen jetzt halt hier safe in Licky Licky. Darauf hatte ich halt keinen Bock, dass die in Licky Licky gehen. Deswegen wollte ich in Manaphy gehen. Wegen mir Rocks, würde ich sagen. Sure, aber das könnte jetzt auch drin bleiben und sich irgendwie dumm setupen oder hochheilen. Ich würde jetzt eigentlich Earth Power drücken. Burn up. Turn up. Oh, das Ding verliert damit seinen Feuertypen. So strong. Oh, what? Und warum hat das so viel Damage gemacht? Das ist... Hä? What the fuck? Burn up, warte kurz. Das heißt, eigentlich können wir jetzt nicht eigentlich in Kill reingehen? Burn up ist eine Dingsa-Attacke. Das ist eine Wasserattacke. Eine 130er Feuerattacke. Huch! Das hat jetzt kein Feuertypen. Warte mal, ich lese mir mal kurz den Effekt von Burn up durch. Burn up. Er kann es nicht nochmal nutzen, zumindest. Er kann es nur einmal nutzen, er muss Feuertyp sein dafür. Deswegen. Aber jetzt ist kein Feuertyp mehr, oder? Mhm, aber halt andere Sachen trotzdem noch. Und ich glaube, wir können dann hier... Dann drücken wir Sludge Wave. Warte, ich guck mal kurz, was nach Burn-Up den meisten Schaden macht. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Sludge Wave macht hier den meisten Schaden, killt aber nicht. Dann legen wir Rocks, komm, wir legen Rocks. Willst du hier Rocks legen? Das Ding kassiert. Er kann auch rauf. Nein, das Garchomp macht sonst zu viel Damage mit einem Earthquake. Wir haben immer noch eine Shuka, vergiss es nicht. Ich würde jetzt hier tatsächlich. Wie kann ich hier immer noch auf Manaphy raus, ne? Ich sehe halt. Burn Up hätte auf Manaphy halt okay Damage gemacht. Aber ich sehe jetzt halt nichts, was Manaphy. Guck mal, Burn Up war speziell oder physisch? So, sehr viel. Burn Up ist eine spezielle Attacke. Das heißt, es ist ein spezielles. Was hat ein spezielles, um Manaphy anzugreifen? Flamethrower, Hyper Voice. Könnt gleich mit Hyper Voice kalken, wenn du willst, nochmal kurz. Scorching Sand macht nichts, deswegen. Und Dark Pulse, und Dragon Pulse auch nicht. So. Ich kann aber nochmal kalken mit Arcanine, warte ganz kurz. Ich mache das mal jetzt. Das ist nämlich Bolt. Das wissen wir jetzt auch, weil mit Burn Up muss es halt so viel Schaden gemacht haben. Und insgesamt macht ist damit mit einem Dragon Pulse und einem Hyper Voice. Ich guck mal kurz. Das kann sich halt auch selber jetzt hochheilen, ne? Das ist halt auch für uns ganz geil. Nichts gegen Manaphy. Es two-hitted Manaphy nie. Auf 39%. Das Manaphy kann nicht two-hitted werden. Durch den Leftovers. Und wir können uns mit Manaphy eigentlich hochheilen. Wollen wir dann Manaphy reinswitchen? Ja. Ich sehe es. Jetzt kommt. Morning Sun, war klar. Wir können jetzt hier den Rain aufsetzen. Land of the Rising Sun. Land of the Rising. Oder warte mal kurz. Ja doch. Das ist teleportet. Perfekt. Oh mein Gott, richtig gut. Weil ich glaube, ich weiß, was die jetzt machen. Die gehen jetzt hier auf. Warte, du hast Little Rain Dance gedrückt, ne? Ich hätte hier vielleicht sogar Surf gedrückt. Weil ich glaube, die gehen jetzt auf Glaceon. Weil Glaceon killt uns hier. Wir können halt hier gegen das Glaceon wieder nichts machen. Wir wissen noch nicht, welches Item dieses scheiß Viech ist.
Maybe ist das halt die Boots oder so. Glaceon killt uns hier. Finden wir erstmal wieder ein Switchen für das Glaceon. Ich kann halt nicht, ich will halt nicht in den Fern Rape gehen. Vielleicht würde ich dann hier sogar dann in Kyurem gehen. Und dann vielleicht Kyurem sogar sacken. Wollen wir den Surfdruck einfach trotzdem? Ja, wir können. Weil es ist so oder so tot. Nein, also, ist es nicht. Weil wenn es uns wird. Ne? Ja, Glaceon ist schneller. Fuck. Er muss halt auf Glaceon gehen. Wenn er halt auf irgendwas anderes geht, ist dumm. Ja. Und Leftovers kommen. Der Manaphy stirbt halt an einem Freeze-Dry auf 52% Leben. Aber es hielt sich. Ah, es ist drin sogar. Mhm. So, und jetzt, guck mal. Kyurem hat wie viel Leben? Das war schneller als wir, ne? Ja, das war schneller als wir. Kyurem. Wir könnten halt jetzt hier Kyurem opfern. Mhm. Wenn wir halt hier Kyurem opfern, können wir halt. Würde Mr. Fister noch was überleben? 18% von einem Freeze-Dry. Ich will halt Mr. Fister nicht reinbringen, da, aber trotzdem. Weil wir können halt immer in Arkel eingehen und dann einen U-Turn abfangen. Das ist halt jetzt das hier das Problem. Glaubst du, er drückt eine Eisattacke? Er drückt hier Freeze-Dry, glaube ich. Er muss hier Freeze-Dry. Unser Team ist so Ice-Weak, das wir mitgenommen haben. Glaceon sieht so kacke gut aus gegen uns. Ich würde hier auf Kyurem gehen. Er stirbt zwar dann am Toxic, aber ist egal. Fuck, ist viel Satz. Wenn es kein Eisattacke drückt, geht auf dich. Geht Freeze-Dry. So. Kriegt Second Kyurem damit. Ist okay. Und jetzt kriegen wir einen Safe-Switch in auf Taubos. Ganz genau, ich würde sagen. So. Okay, so. Mega Evo Heatwave, ne? Mega Evo. Ich überlege okay, gerade. Gegen das. Wir wollen es killen. Ich würde eigentlich. Ja, Glaceon. Hurricane killt. Ne? Hurricane ja, Mega Evo Hurricane. Ne? Warte, guck mal. Das ist jetzt nicht das Problem. Taubos ist ein Megat. Wir sind schneller auch als alles. So ist nicht. Das Ding könnte. Immer noch Specs, Scarf sein. So. Wenn es Scarf ist, killt einen Freeze-Dry. Dann lassen wir es nicht scarfen. Das ist Scarf. Wir killen es. Nein, das. Wir killen es. Ich glaube, das ist Scarf, Bro. Warte, was war es alles? Von was hat es alles Schaden bekommen? Manaphy, ein Dings, ne? Ich glaube, und noch irgendwas. Ich glaube, wir. Wollen wir hier maybe. Ich überlege gerade, Manaphy stirbt. Ja, wenn das Ding jetzt. Wenn jetzt Pidgeot hier stirbt, dann haben wir verkackt. Weil dann sind wir im Arsch. Wie sind wir nicht schneller als die? Nein, wenn sie Scarf sind, nicht. Wenn sie Choice Scarf als Item haben, nicht. Sind wir mit der Ego. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Dings. Können sehr wahrscheinlich. Nidoqueen tankt auch kein Freeze Dry. Unser Rotom tankt keinen Freeze Dry. Oder tankt Rotom Freeze Dry? Nee. Und wir brauchen das Ding für Xerox. Ich überlege gerade, das ist gerade nicht worth, was wir hier machen. Ist U-Turn a Prio? Nein, es ist nicht. Das ist halt. Das muss Scarf sein. Wir müssen hier eigentlich auf. Du kannst es doch rechnen vom Schaden her. Oder warte mal kurz. Ich kann's. Wann. Rechnen zu einem. Warte mal kurz, ganz kurz. Ich kann's an Infernape gucken. Ich kann's an Infernape. Warte, weil Infernape war. Ist Manaphy rausgewechselt gegen Infernape immer? Ja, ne, oder? Ist immer. Es ist immer rausgewechselt. Es ist immer rausgewechselt. Das ist. Warum ist es rausgewechselt? Oder. Wollen wir. Nee, warte. Wir könnten halt jetzt auch Infernape sacken, um es herauszufinden. Was meinst du damit? Infernape kassiert halt jetzt hier von dem Ding. Wie schnell ist man dafür nochmal? Oder warte mal ganz kurz, Tank. Ich will nur kurz das gucken. Ob Killen Freeze-Dry tankt.
Warum sollten sie aber dann, wenn sie... Müssen sie Timid spielen, wenn sie einen Scarf haben? Das frage ich mich gerade. Müssen sie Timid spielen, wenn sie einen Scarf haben? Das ist 95. Doch, müssen sie. Müssen sie. Wenn sie einen Choice Scarf haben, kommen sie auf Full Speed auf 376. Wie schnell ist unser Infernape? Ist schnell. Infernape ist schneller. Und es war auf Alakazam gespeed creeped. Unser schnellstes Mal ist Mega Pidgeot. Mhm. Ja. Okay. Ich möchte kurz erklären. Das Ding ist Scarf. Und wir werden jetzt, so. Ich will noch kurz gucken. Also. Das ist eine Roll. Sie hilft sterben zu... Ah ne, warte mal kurz. Warum? Wie straight ist... Ah ne, warte. Wir sind auf 100%. Das ist eine... Warte. Mit Freestyle eine 31% Chance. Umzukillen. Umzukillen. Willst du die eingehen? Denn ja, dann drückst du jetzt Mega Evolution. Drücken wir Mega Evolution Hurricane. RX raus. Oh, nee, eigentlich nicht so gut, aber. Doch. Oh, komm, wir. Ja, ist mir egal. Wir drücken, wir drücken jetzt weiter Hurricane. Nein, Hurricane. Wir sind schnell. Warte. Und Heatwave. Warte. Warum? Weil wir gehen noch mit Hurricane. So, warte kurz. Ich will nur kurz das gucken. Scizor. Mega. Was war das Scizor nochmal? Was haben wir gesagt? Das war Full Spätstef, ne? Ja. Er spricht Spanisch. What do you mean? Ich gucke in Chat. Yo no puedo competir con ustedes. Wollen wir hier einfach Hurricane drücken, weil der Bullet Punch macht uns gar nicht mal so viel. Ich würde eigentlich Tailwind sogar drücken. Das ist da. Da sind wir halt. Oder es kann auch Close Combat haben. Check mal mit dem Close Combat. Ja, wir sind schneller. Check mal mit dem Close Combat. Wir sind schneller. Ich will Tailwind drücken. Nein! Warum? Wir sind schneller als alles. Wenn. Dann sind wir noch schneller! Ja, das drücken wir, wenn wir das Ding second wollen. Gut, das heißt Heatwave. Hurricane würde ich hier killen. Gut, dann Hurricane. Oh mein Gott, die haben Bullet Punch. Oh Gott. Oh. Sorry. Bin ich Roman schreiben. Okay, das ist maybe sogar gut für ihn. Er kriegt halt jetzt einen Free-Switch in. Okay, das Cherox ist weg. Das ist eigentlich ganz gut. Okay, Pidgeot sieht so insane gerade aus. Arcanine war für Fistef, ne? Gut, wir killen's, Heatwave. Wir drücken Hurricane hier. Das ist Scarf, das wollte Icebeam haben, okay. Ja. Alles gut. Wir sind schneller als alles. Nein. Ja, ich dachte nicht, dass es Scarf ist, das ist nicht die Roll eingegangen. Okay, fuck. Mr. Fister. Mr. Fister, ja. Und wir drücken hier. Und wir dubbeln jetzt hier raus auf Manafi. Q-Turn? Oder warte mal. Meinst du, wir drücken jetzt hier Fire Punch. U-Turn. Drück U-Turn. Okay, passt. Wir gehen Manafi. Auf Manafi. Wir sterben nicht. Manafi. Und jetzt? So ganz simpel, was wir jetzt machen. Tailglow. Das tötet uns. Nein. Mit Burn-Up killt das uns. Oder wenn wir jetzt Raindance drücken. Können wir Raindance drücken? Wie viel macht Surf? Wir drücken. Deswegen wollte ich halt Tailglow drücken, weil wir könnten Tailglow dann. Warte kurz, deswegen. Manafi ist jetzt hier drin, das heilt sich halt mit den Leftovers die ganze Zeit. Auf wie viel Prozent macht das Glaceon keinen Schaden mehr?
Blazion. Es hat uns 47 gemacht, das heißt ab 48. Ach, das ist wie Pidgeot, das war so dumm. Wir hätten nicht einfach Hurricane drücken sollen, ich hab mich baiten lassen. Fuck. Du hast gesagt, wir sind schneller als alles. Ja, ich hab. Ich wollte Tailwind drücken. Ja, Tailwind hätte uns nichts gebracht, weil das Ding. Oh, vielleicht hätten wir Tailwind drücken sollen, tut mir leid. So. Mhm. Ich guck grad, Glaceon killt uns mit einem Freeze-Dry mit Choice Scarf. Das ist halt. Ich killt das mit. Wir kriegen jetzt noch. Wie viel Prozent? Du musst hier eigentlich. Wir müssen ja eigentlich Surf drücken. Treu. Lass mich verarschen. Teleport, passt. Passt. Ist okay. Das ist halt full für Steph. Just geht es. Oder hey, what the fuck? Ja, das ist halt jetzt. Glaceon. Dass dieses Glaceon macht uns gerade so Probleme und ich check nicht wieso. Wir würden Freestyle überleben jetzt aber. Das ist das Lustige. Ja. Ne, würden wir nicht. Es ist eine Roll. Klar. Ne, es ist eine Roll. Ganz kurz, warte, ich such's kurz. Wo war's nochmal? Freestyle. Right. 67 hat uns gemacht. Scheiße. Nein, warte kurz. Die sind Dings, Timid. Ja, die macht maximal 67. Das ist eine Roll. Eine Roll in unserem Favor zwar. Weil die sind nicht modest. Ja, wir müssen hier eigentlich. Guck mal. Die haben Teleport gedrückt, deswegen waren wir schneller. Wir könnten hier halt. Rest bringt uns hier nichts. Raindance bringt uns hier nichts. Surf. Wir müssen hier eigentlich surfen. Gut, you say it. Ja, okay, das die haben gerollt. Die haben die Roll bekommen. Nein. Die haben die Roll bekommen. Doch, alles gut. Nein. Wir hatten 65%, es hat 64%. Ja, das ist ein Anzeigebug, alles gut. Das ist. Die haben die Roll bekommen. Ja, okay. Nee, das war. Okay. Wir mussten. Das sieht nicht gut aus. Okay. Kurze Erklärung, was wir jetzt hier machen. Das Ding geht alles mit Freeze Dry. Und Infernape ist tot. So, das heißt, wir kriegen hier einen 4-0 raus. Außer. Was wir jetzt hier machen. Wie viel kriegt das Ding von Glaceon? Kriegt nicht viel von Rocks, ne? Wir leben da nichts. Ich muss mich kurz aufmuttern. Ich würde jetzt gerne in Infernape gehen. Kannst du es bitte machen? Geh mal bitte in den Affen. Sorry, warte, ich hab bitten. So. Und. Ja, sorry. Darf ich jetzt das machen kurz? Was denn? Deine Maxen? Nee. Wir machen jetzt was Witziges, okay? War cool. Ich will. Wir machen das. Wir bleiben. Nee, die gehen in Guard Jump. Perfekt. Wegen Rough Skin. Wir drücken jetzt Willow. Hier Will-O-Wisp. Land of the Rising Sun. Yep. Land of the Rising Sun. Oder warte mal. Oder willst du hier Maybe Trick drücken? Was noch Trick? Wir tauschen das Item. Und der hat keine Feuerschwäche. Das heißt, Ockerberry bringt dem nichts. Aber nicht, wir heben das auf für Arcanine. Arcanine. Wir machen das bei Arcanine. Drück jetzt hier Will-O-Wisp. Will-O-Wisp? Ja. Will-O-Wisp. Ich wollte halt das eigentlich gegen Arcanine auch drücken. So, dann drück hier Wurzwitch. Aber nicht Wurzwitch, können wir nicht drücken. Wurzwitch ist immun. Ich bin dumm.
Missklick. Das war der größte Missklick, den wir je gemacht haben. Jetzt ist das Ding. Mir war klar, dass die Monus durchgeht. Junge, wenn ich sage, dann musst du aufpassen. Junge, du musst auch aufpassen. Nur weil ich sage, warum ich drückst du Brain, eigentlich? Okay? Warum drückst du eigentlich, okay? Mir ist egal, wir gehen jetzt hier rein. Ich wollte das machen! So. Mir jetzt gerade. Ja. Ich bin für. Wir müssen Eisbeam drücken. Geht nicht. Yikes. Sterben wir? Wir müssen Eisbeam nochmal drücken. Please, please, please. Ja, die können jetzt hier noch jetzt hier subben können. Wir müssen jetzt hier in Infernape gehen. Sollen wir auf ihn drücken? Ja, wir drücken halt jetzt einfach, keine Ahnung. Ja, sie ziehen einfach. So, was sollen wir machen? Wir sind halt jetzt hier, ab dem Punkt ist das Game eigentlich vorbei. Hä? So. Das CC macht halt, ja. Es hat Rauhaut? Ja, es hat Rauhaut, klar. Hä? Was wolltest du drücken? EQ. Ferrari FR8. F8, was sollen wir drücken? Wir drücken jetzt hier, Trick. Nee, keine Ahnung, die müssen halt nur drin bleiben und dann haben sie gewonnen. Ja. Wir haben einen Toxic. Ah. Wir haben Leftovers. Haben wir nicht. Oh, warte. Wir haben Leftovers. Schade. Hä? Man kann Trick protecten? Ja. Trick or treat. Mach nochmal Trick. Da hab ich schon. Was kriegen wir jetzt? Easy, Zitrusbeere. Können es nochmal hochheilen. Volt Switch. Volt Switch. Haben die auf jedem? Ja, alles gut. Wir haben das auch nicht gut gespielt. Nochmal Volt Switch. Wir killen das noch. Das Wish. Oh, Wish. Junge, du musst uns nur angreifen. Fuck. GG. Ah Gott. Ey, ist egal, komm. Ich schieb noch einmal. Junge, du hast Volt Switch gedrückt, obwohl ich gesagt habe, warte. Du hast gesagt, Volt Switch. Ja, ich hab's dann erst realisiert, dass Garchomp ein fucking Ground-Type ist, okay? Und, und du hast gesagt, die outspeeden alles. Junge, ich bin davon ausgegangen, dass es Glaceon nicht fucking. Dass es Glaceon kein Scarf ist. Weil ich dachte, ja, Blabla geht halt, wenn so eine Roll ein, weil es ihm egal ist. Und wenn ein Tauboss low ist, kann halt fucking. Das. Wenn das Glaceon down ist, kann halt der Rest des Teams auch was machen. So, das war halt mein Gedanke bei ihm. Aber hey. Nicht meckern, ist egal. Mir ist es sowieso egal, to be honest. War trotzdem. Manaphy hat halbwegs gut funktioniert. Wir haben keinen 6-0 kassiert. Lief besser als das erste Season. Wir gucken, ob wir nächste Woche besser performen. Bis dann. Tschüss.